Wenn man zur SED kommt, wird das Wetter immer schlechter. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist oder nicht. Vielleicht hat es mit der sozialen Kraft die Kälte zu tun. Als erstes See in Hamburg ist ja hier in den letzten Jahren unbeflecht. Was kann ich sagen? Hat Schweine habt ihr was gesagt oder wie? Könnt ihr jetzt alles für uns machen, was wir immer schon mal wollten, falls ihr an die Macht kommt? Oder ihr könnt auch Schlimmstes befürchten. Wenn man das Programm liest, ich hatte Gott sei Dank so eine nette Kollegin, die mal alle Programme durchgeforstet hat, dann hat die FDP auf jeden Fall schon weit vorne an der Stelle ganz wichtig geschrieben, dass sie dafür steht, dass jede zweite Stelle im öffentlichen Dienst gestrichen werden soll. Und dass sie möchten, dass ihr in Zukunft leistungsorientiert bezahlt werden sollt. Natürlich, ihr sollt weniger kriegen, nur die aus ihrer Sicht Leistungsempfänger sollen mehr bekommen. Man sollte sich die Frage stellen, ob die FDP überhaupt was verdient hat, aber das ist eine andere Frage. 4,9%. Die FDP möchte auf keinen Fall, dass irgendein Betrieb wieder rekommunalisiert wird, weil sie das wettbewerbsverzerrend empfindet, und sie unterstützt jede Privatisierung, wenn damit Wettbewerb gefördert wird. Auch das können wir nur ablehnen. Aber, liebe Kollegen, die FDP will das Weihnachtsgeld für Beamte erhalten. Nur die Frage, weil es ist ja schon beschlossen. Aber vielleicht wisst ihr ja jetzt mehr. Komm mal bitte, Doris oder Marion, auf die Seite, sonst geht es wieder nicht mehr. Und da reinsprechen. Das ist das. Ja, leider war überhaupt kein weiterer Verantwortlicher hier. Die sind alle krank, so wie es uns berichtet worden ist. Ja, oder zwei. Es war nur der dritte Sprecher da, der ist uns jetzt verlassen gehalten hätte, sich ja an uns zu wenden und mit uns zu sprechen. Wir haben das alles nochmal sehr deutlich gemacht, und wie wir vorhin das auch gehört haben. Und wir haben gesehen, dass sie das natürlich auch weiterleiten. Und haben aber auch deutlich gemacht, dass wir sehr bedauerlich fanden, dass sie jetzt nicht hier sind, da wir uns angekündigt haben, und dass das schon ein Zeichen von Wertschätzung bedeutet, nicht da zu sein. Wahlwerbung. Aber wenn jemand eure Arbeit nicht anerkennt und nicht bereit ist, hier rauszukommen, dann haben sie alles unter 5 verdient. So. Liebe Kollegen, jetzt ganz schnell in die Busse, aufwärmen und zur CDU. Auch da ist die Eisenkälte da. Bis gleich.